Hallo Familie, es ist nicht mehr lang. Es sind nur noch 30 Tage, bis wir umziehen. Ab heute, exakt genau 30 Tage. In genau 30 Tagen stehen wir in unserem neuen Haus. Und dann wohnen wir da. Für immer. Ich freue mich. In diesen 4 Wochen haben wir aber noch unfassbar viel zu tun. Deswegen starten wir heute den 30-Tage-Countdown. Ab heute kommt jeden Tag in diesen 30 Tagen ein Video online, wo wir mit neuen Updates über den Umzug, mit Einpackvideos und Streichvideos kommen. Und ja, ich freue mich. Hast du Bock, jeden Tag ein Video von uns zu sehen? Vielleicht denkst du dir auch so, oh Gott, nein, bitte nicht. Nimm mal oben an der Umfrage teil. Wir hätten auf jeden Fall mega Lust darauf, den ganzen Kram hier mit dir zu teilen da draußen. Ja, vielleicht hast du ja auch Tipps und Tricks für uns, wie das einfach und schnell geht, damit wir nicht so ein Chaos versinken. Ich stehe auf jeden Fall schon total in den Startlöchern und ich bin mega motiviert. Ich will das jetzt machen, damit wir umziehen können. Ja, ich glaube, ich gehe damit hier auch schon allen auf den Senkel. Und eine Sache, die habe ich noch vergessen. Das ist mir gerade irgendwie auf den Kopf gefallen. Die Mama und ich, wir haben ein Unboxing gemacht. Ein enorm cooles Unboxing. Und zwar hat die Mama wunderschöne Perücken zugeschickt bekommen. Und die habe ich gemeinsam mit der Mama ausgepackt und dann auf ihrem Kanal angezogen. Die Perücken sahen wirklich mega, mega cool aus. Und wir haben uns beide direkt in diese Perücken verliebt. Und ich bin, um ehrlich zu sein, auch vielleicht ein bisschen neidisch auf die Mama. Das sind ja Mamas Perücken. Ich will auch Perücken. Ja, aber die Mama leiht mir sie bestimmt das ein oder andere Mal aus. Bitte? Wie gesagt, auf Mamas Kanal haben wir die ganzen ausprobiert und angezogen, aber das Unboxing, wie wir sie ausgepackt und uns angeschaut haben, das siehst du jetzt. Bleib auf jeden Fall dran, es sind wirklich, wirklich coole Perücken und ja, wenn sie dir genauso gut gefallen wie uns, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich gehe jetzt aber auf jeden Fall weiter einpacken, streichen und Dinge tun, die den Umzug voranbringen. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Perücken-Unboxing. Hallo Familie! Hallo! Ich habe Post bekommen und die wollte ich dir zeigen. Es gibt allerdings nicht nur ein Video zu der Post, sondern zwei. Hier packen wir die Post aus und auf meinem Kanal, auf diese Nina, da probieren wir das an, was ich bekommen habe. Und zwar ereilte mich ein Paket von Weekend Wix. Das heißt, ich habe Perücken zugeschickt bekommen und nicht nur irgendwelche Perücken, sondern die sind so schön. Oh Gott, sie sind so schön. Ich habe bisher nur kurz ins Paket reingeguckt. Leider kam das Paket ein bisschen geknetscht an. Das ist aber unserem Carrier zu verdanken, der DHL. Das Paket kommt so an, da steht drauf, your present. Das ist so süß. Drin enthalten ist für jede Perücke passend eine Wig Cap. Also da habe ich jetzt mehrere von, aber die muss ich, glaube ich, nicht unbedingt zeigen. Die kennst du ja schon von mir. Und jetzt geht's los. Oh Gott. Ich mach hier mal Ordnung hier, das ist mir gezeugt. Ich habe hier alles schon bereit liegen, denn das Ganze, was da angekommen ist, das sind Frontlace-Perücken. Das heißt, die haben hier vorne auch noch so einen Streifen zum Personalisieren, aber das erzähle ich dir alles später. Wir schauen jetzt einfach mal kurz gemeinsam rein. Alle Sachen sind natürlich auch unten in der Infobox verlinkt, genauso wie das Video auf meinem Kanal, das auch jetzt, genau jetzt, online gegangen ist. Sollen wir es auch aufs kleine i packen? Ja. Okay, und auf dem kleinen i. Und am Ende in der Endcard. Also gut aufpassen. Wir starten mal mit etwas, was ich so noch nicht habe, denn ich habe mir eine kurze Perücke ausgesucht. Also kurz.
Die Perücken kommen gut abgepackt in so einer Tüte. Da hängt so ein Zettelchen dran, Weekend Wigs. Das heißt, sie sind hier oben auch nochmal verschlossen. Dann kannst du das Ganze hier aufmachen. Bitte walte deines Amtes, mein Kind. Und dann kommen die Schätze in einem Netz. Jetzt bin ich so gespannt. Oh Gott, ich bin so gespannt. Diese Netze sind super drumherum gelegt und hier drin ist auch nochmal, damit die Form behalten wird, so ein, wie heißt das? Papierring. Papierballen war das Wort. Wie ein Schuh. Jetzt muss ich sie da nur rauskriegen. Ohne großes, Eingang gefunden. So. Oh wow, die fühlt sich gut an. Oh, fühl mal. Die fühlt sich richtig gut an. Okay. Schauen wir sie uns genauer an. Es ist ein Bob. Ein schwarzer Bob. Ich bin echt gespannt. Ich bin so gespannt. Ich bürste die mal kurz, um mal zu gucken, was da so... Oh, oh wow. Die kämmt sich leicht. Die kämmt sich super leicht. Und das, obwohl sie tausende von Kilometern zu mir geflogen ist. Total schön. Also ich werde sie ein bisschen bearbeiten müssen, glaube ich, weil sie halt ein paar Wellen hat, die ich nicht unbedingt möchte. Keine Haare drin. Stimmt, keine Haare drin. Kommen auch, da ist nur eins von meinen jetzigen Haaren hin gerade unten dran. Aber nee, da kommt nichts. Da kommt gar nichts. Nichts. Der Scheitel ist toll. Ich gucke da jetzt noch mal kurz unten rein. Oh wow, der Parting Space ist riesig. Aber dazu mehr auf meinem anderen Kanal. Next one. Rosa oder lila? Rosa oder lila? Ah, rosa. Rosa. Okay, denn wir haben hier noch eine. Die ist auch in einem Netz. Moment, ich fummel die mal raus. Eins, zwei, drei. Oh Gott, sie ist so schön. Sie ist so pink. Sie ist sehr, sehr glänzig, aber das kriegt man auf jeden Fall mit ein bisschen Trockenshampoo in den Griff. Voll die schönen Locken. Ja, total schön. Da kommt auch kaum was raus, ne? Also hier unten ist sie ein bisschen getangelt, aber auch da kommt kaum was raus. Hier auch wieder eine Lace-Front-Perücke mit einem schönen... Ach Gott, das ist auch eine tolle Länge. Das sind so mega viele Haare. Ich glaube, die ist für Instagram richtig gut. Die schauen wir uns auch gleich genauer an. Oh, wow. Oh. Immer. Aber die ist wirklich sehr glänzig, ne? Ja. Aber also für Fotos jetzt überhaupt nicht. Für Fotos mega gut. Instagram, da die ist toll. So Instagrammable. Ja. Ich gebe sie meiner Tochter. Okay, eine haben wir noch. Die kommt auch in der Tüte. Oben schön geschlossen. Weiter dein Samtes, mein Kind. Jetzt hat sie die Nagelschere in meine Perücke gelegt. Nein, also ich habe deine Perücke in die Nagelschere gelegt. Was ist was anderes? Oh Gott, dieser Farbton. Oh, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Ich habe ihn erst nicht ganz verstanden, weil das Weiß von dem Haarnetz sich da noch so reingemischt hat, aber... Was sind viele Haare. Bürste? Verschwunden. Ja. Die gehe ich auch mal kurz durch. Guck dir das mal an. Wow. Also normalerweise bei diesen Synthetikperücken ist es so, dass du, wenn du unten ankommst, schon so an diesen Haaren ziehst. Du siehst alles. Es ist super soft. Du kannst da einfach so durch. Ich bin mal gespannt, wie lange. Manchmal ändert sich das, wenn du sie trägst, ganz schnell. Oh, sie ist schön. Oh, die ist wunderschön. Die ist auch nicht pur lila. Guck mal, die hat verschiedene Lila-Töne. Da ist auch so ein bisschen ein rötlicheres Lila mit drin, ein bisschen gräulicher. Und ein bisschen blond. Also wenn wir die finalisieren mit, wie heißt das, Trockenshampoo und so, glaube ich, kann die richtig natürlich aussehen. Ja. Da bin ich enorm gespannt. Die ist super schön lang. Oh Gott, schön. Mein Kind, der Farbton passt sehr gut zu dir. Ich würde sagen, die... Packen wir jetzt auf meinem Kanal so richtig aus, finalisieren sie und probieren sie an. Okay? Also nicht vergessen, gleich rüber zu uns schalten. Und natürlich sind alle Links zu den Perücken unten in der Infobox. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür.
Ich habe die Perücken geschenkt bekommen. Die sind wirklich toll. Außerdem habe ich natürlich einen Rabattcode für dich, den findest du auch unten in der Infobox. Wir hoffen, du hattest jetzt genauso viel Spaß bei dem Video, wie wir es hatten. Wenn es dir gefallen hat, dann lass dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auf jeden Fall unseren Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von uns kommt. Schau auf jeden Fall auch bei Mamas Kanal vorbei, denn da ist jetzt das Video online gegangen, wie Mama und ich die Perücken ausprobiert haben und ich durfte sie auch anziehen. Schau da also auf jeden Fall vorbei, wenn du das nicht verpassen möchtest. So, ich gehe jetzt aber wirklich weitermachen und drücke mich nicht weiter vor dem Müll wegwerfen. Und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder, wenn es wieder heißt, oh Gott, diese Familie. Tschüss. 'Cause I